The Long Journey Home. Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück. Wir sind auf Tor nach Wishing Well bei den Logos. Es steht denen nicht so gut um unser Raumschiff, das sehen wir hier in den Werten. Ich glaube, das Rote hier, das sieht nicht gut aus. Das heißt, dass das beschädigt ist. Hier unser Schild, das könnte, glaube ich, der Lander sein. Das ist der Lander. Genau. Ist nur noch bis zur Hälfte. Springen können wir auch nicht mehr. Also es gibt einiges dazu tun, aber erstmal reden wir am besten ein wenig hier mit den Logos. Fragen über uns selbst. Zorn nach Wishing Well Cluster. Ihr habt das Gefühl, dass diese Position zu gering für uns Logos ist. Weit gequält. Wir können, hier können wir über das Universum in all seiner Pracht meditieren und dennoch in jüngeren Völkern Hilfestellung leisten, in deren Dienst wir uns gestellt haben. Es ist sehr erfrischend. Okay. Fragen nach Arbeit. Neues Wort zur Datenbank hinzugefügt. Kopfgeldjagd. Okay. Wenn doch nur nicht so viel zu tun wäre. Den großen Mitsurani-Schwarm beruhigen, den Gesetzlosen das Gesetz bringen. Vielleicht könntet ihr auch euren Teil beitragen und gegen die kriminellen Aktivitäten in diesem Teil des Universums vorgehen. Eventuell Kopfgeldjagd. Neues Wort zur Datenbank hinzugefügt. Elza Ratikan von den Schwarzen. Okay, der Regent des Wolfax-Imperiums hat ein Kopfgeld auf den gefallenen Ratikan ausgesetzt. Wegen Verrat, Aufwiegelung, versuchter Ermordung des Regenten selbst und Zusammenarbeit mit der nicht anerkannten neuen Bruderschaft von Wolfax. Dieses Kopfgeld gehört euch, wenn ihr es wünscht. Wir bleiben in dieser Angelegenheit neutral. Wir vermitteln lediglich. Ich glaube aber, Kampf kommt für uns derzeit absolut nicht in Frage. Das ist die unglückselige Anomalie, von der wir gesprochen haben. Ja, wir müssen vertrauen darauf, dass ihr tut, was getan werden muss. Habe ich das jetzt automatisch angenommen? Was habt ihr denn an Dienstleistungen anzubieten? Auffüllen, Reparaturen. Schiffsaußenhülle für 100 Credits. Wir hatten doch irgendwo Credits bekommen. Wir haben 290 Credits, das ist gut. Repariert mal bitte die Schiffsaußenhülle. Sehr gut. Und die Landemodulaußenhülle. Zack, sehr schön. Das war doch sehr gut. Sonst können wir nichts hier reparieren lassen. Die Logos preisen. Komm, wir preisen mal die Logos. Wir sind dankbar, dass unsere Weisheit bei euch Eindruck hinterlassen hat. Sehr schön. Schauen wir mal in die Datenbank. Missionsbericht Notfallbezankung. Unsere exotische Materie ist aufgebraucht. Genau. Wir können Mineralien. Ja, das kennen wir auch schon. Meistgesuchten Verbrecher der Galaxie. Elza Ratikan. Ja, ja, gut, gegen den zu kämpfen, das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Okay, welcome mit das Gehirn. Schön, jetzt haben wir das als unser Logbuch. Das ist okay. Aliens kennen wir bisher nur die Logos, die Orte. Ja, das daheim, Sol, Orion Arm. Das ist die Erde. Dann mal zur Brücke. Treibstofftank. Können wir den, ja, den können wir auffüllen bei den Ressourcen. Exotische Materie, das ist nicht so gut. Wie gesagt, Schiffsscanner ist defekt. Modul kontrolliert das Planetare Scanner Array zur Erkennung von Leben, Wetter und Ressourcen. Spektrographen Fehlfunktion. Ressourcentyp Gas nicht verfügbar. Also brauchen wir Gas, damit der Schiffsscanner wieder funktioniert? Verstehe ich das richtig? Warum sollte ich ihn zerstören? Auf gar keinen Fall. Leerer Steckplatz. Haben wir nicht zum Reinpacken. Das Landemodul. Prüfe den Zustand des Landemoduls. Zusätzliche Bauteile, die seine Leistung verbessern, können während der Reise gefunden werden. Das Landemodul ist wichtig für den Erfolg deiner Mission. Gefährde es nicht ohne triftigen Grund auf risikoreichen Missionen. Klar, das Landemodulantrieb ist defekt. Landegestell Feder ist gebrochen, das gibt dann plus 30% Aufprallschaden. Macht Sinn. Landemodul Sonde. Modulsteuer, Treibstoffverbrauch und planetare Gasabsorption. Druckwechselbehälter undicht. Treibstoffeffizient um 20% gesunken. Landemodul aufgeben sollte man vermutlich nicht tun. Hauptsache, der Schleudersatz funktioniert noch. Die Ressourcen. Schauen wir mal. Treibstoffkonverter. Können wir Helium? Ja, können wir konvertieren. Das funktioniert hier nicht, ne? Ja, ich würde sagen, packen wir das Helium, was wir jetzt noch haben, in den Treibstoffkonverter. Schauen uns dann nochmal in die Quartiere um. Werte den Zustand der Crew aus und bestimme den Piloten des Landemoduls. 5 Verletzungen oder Krankheiten sind tödlich. Okay, im Labor kannst du diese aber rechtzeitig heilen. Malcolm hat, wie gesagt, eine leichte Gehirnerschütterung und Verbrennung. Mhm. Noch 2 Verletzungen, dann ist er tot. Kirsten ist ja als Astronautin automatisch fürs Landemodul ausgewählt. Das ist okay.
Können wir noch im Labor irgendwas machen? Irgendjemanden heilen? Mizurani-Löser bei schwach ausgeprägten Mizurani-Befall. Flesus-Schleimbandagen, die hatten wir gefunden. Auf diesem einen Wrack, auf diesem einen Planeten. Kalt, unangenehm, aber mit rapider Heilwirkung. Kann ich das jetzt irgendwie benutzen? Das müsste doch eigentlich hier, ist dieses Gehirnerschütterungssymbol. Er hat ja eine Gehirnerschütterung, das müsste doch eigentlich funktionieren. Muss ich das darüber ziehen? Rechtsklick eventuell? Okay, es funktioniert nicht. Schlüsselstein, ganz am Anfang, Erste-Hilfe-Set. Ich würde das gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert. Vielleicht will er das auch nicht, das kann ja sein. Ich bin momentan mit den Steuern des Schiffs beschäftigt. So ist Laptop. Angepasste Armierung. Das sind die extra Sachen. Wie kann ich denn dieses Erste-Hilfe-Kit ausprobieren oder anwenden? Oh, funktioniert nicht. Merkwürdig. Schauen wir uns nochmal das Landemodul an. Naja, ist egal, wir können es jetzt nicht ändern. Ich würde gerne wissen, wie man das reparieren kann. Ein Defekt. Ja. Landemodul ist auch ein Defekt. Wie repariere ich das dann? Über die Ressourcen? Frachtabstoßung. Nee, warum sollte das? Kann man die Teile nicht extra reparieren? Das muss doch irgendwie funktionieren. Dass ich sage, naja, ich möchte das jetzt gerne reparieren, benötige dafür dann, was weiß ich, irgendwelche Stoffe, die ich dann halt besorgen muss. Das würde Sinn machen. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Das gleiche hier auf der Brücke mit dem Schiffsscanner. Hier steht aber wenigstens Ressourcentyp Gas nicht verfügbar. Wenn wir da Gas besorgen, können wir das dann reparieren? Merkwürdig, merkwürdig. Gut, wir trennen mal die Verbindung. Auf Wiedersehen. Wir fliegen mal zum nächsten Planeten, gucken, dass wir da irgendwelche Rohstoffe bekommen. Oh Gott, muss ich ja wieder das Landemodul steuern. Oh. Schwupp. Meistgesuchten Verbrecher der Galaxie. Das ist jetzt aber nicht als aktives Quest hier bei mir ausgegeben, oder? Ich hab nie zum Kämpfen. Mit was soll ich kämpfen? So. Zum nächsten Planeten. Hier haben wir noch eine Station, sehe ich gerade. Kommen wir der Strahlung gefährlich nahe. Weiß nicht, ob wir auf diesem Planeten landen können. Was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass man die Karte rauszoomen kann. Ist gerade jemand weggesprungen? Okay. Zeta Reticuli B. Tödliche. Okay. Verlassen. Also tödlicher Ausgang vermutet. Ja, haben wir wieder ein anderes Schiff. Was das hier unten ist. Ja, Treibstoffwarnung, ganz toll. Weiß nicht, was das ist. Wow! Ist das ein Sprungtor oder was? Wen können wir denn hier grüßen? Okay, was seid ihr? Das sind neue Aliens. Entrop. Grüße, geschätzter Kunde. Bitte seien Sie vorsichtig beim Einlocken an diese Einrichtung. Wir weisen darauf hin, dass wir keinerlei Verantwortung für Schäden übernehmen, die durch die Erntesysteme entstehen. Gespräch beendet. Aber wo seid denn ihr? Ich folge mal wieder dem weißen Pfeil. Das mit dem Treibstoff wird echt zum Problem.
Vielleicht können wir hier Treibstoff kaufen. Das wäre natürlich cool. Sonst müssen wir zusehen, dass wir irgendeiner... irgendeinem Planeten anfliegen gleich mal. Was ich hier eigentlich schon ursprünglich vorhatte. Okay. Ich weiß nicht, was die hier ernten. Irgendwelche Asteroiden. Und da sehen wir mal, wie viel Schaden wir jetzt gerade allein durch die Strahlung genommen haben. Das ist nicht so schön. Dienstleistung. Auffüllen. Schiffstreibstoff. Perfekt. Sind wir zwar pleite, aber wir werden es zum nächsten Planeten schaffen. Reparaturen. Ah, guck mal, hier könnten wir das reparieren lassen. Habe ich das gerade übersehen auf der anderen Station? Dass man das machen kann? Schiffswerft. Oh, kann man neue Sachen ausrüsten? Hitzeschild, nicht schlecht. Kollisionsdämpfer. Das wäre genau das Richtige für mich. Danke, ihr lieben Entropen. Ihr seid also Roboter, ja? So, so. Auf Wiedersehen. Cool, mit der dicken, fetten Taschenlampenrohre drauf. So, ich frage mich, können wir... Das war wieder so dumm. So dumm war das von mir. Zu glauben, dass man durch das Asteroidenfeld einfach mal so vom durchknallen kann. Ach, das ist ja nur ein gebrochenes Bein. Was soll's? Ach Gott. Naja gut, das ist der erste Versuch. Ah, muss man dazu sagen. Wir fliegen jetzt mal da oben zu dem grünen Stern auf der Minimap. Zum grünen Planeten. Und, okay. Ash hat jetzt leichte Verbrennungen. Wo hat er die her? Ach, von der Strahlung wieder. Wo immer die Strahlung herkommt. Ekelhaft. Also das System hier gefällt mir nicht. Wir müssen hier raus. Aber zuerst muss ich zu dem Planeten hier. Kann ich den anklicken? Kann ich auf den nicht landen? Warum nicht? Ach so, Mist. Okay, dann haben wir jetzt ein echtes Problem. Wir kommen hier nie weg. Dem können wir nicht landen auf dem Planeten. Da muss ich mir dann nochmal die Notfallbezankung durchlesen. Tja. Ging das denn nochmal? Ah, die Strahlung hier, die ist echt übelst. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das verhindern könnte. So, jetzt zu dieser Sonne hier in der Mitte und da können wir ja irgendwie auftanken, dieses Außenhülle beschädigt. Ja, ja, ist klar, ist alles Mist, was ich hier mache. Ja, keine Frage. Wow. Ich glaube, das ist nicht gut. Alle tot. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich ein Achievement freigeschaltet, weil ich in ein schwarzes Loch reingeflogen bin. Ja. Okay, okay, okay. Kirsten ist tot. Alle tot. Alle sind tot. Ja. Misserfolg. Okay, man könnte das Ganze jetzt zurückspulen. Ich glaube, ich werde aber einen neuen Versuch starten. Den werde ich aber erstmal offscreen machen. Und wenn ich dann vielleicht ein, zwei Versuche mal gespielt habe, mich ein bisschen besser mit dem Spiel auskenne, dann schalten wir nochmal ein. The Long Journey Home. Liegt natürlich auch daran, ob ihr kommentiert, ob ihr noch was sehen wollt oder...
ob ihr dazu nichts mehr sehen wollt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, wenn wir versuchen, die gute alte Erde wieder zu erreichen. Bis dann. Bye bye.